Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin gerade in Evrensekhi. Wir haben heute einen ganz, ganz herrlichen Tag von 27 Grad. Wir haben 15.45 Uhr Ortszeit und wir können mal heute hier schauen, wie es hier aktuell in Evrensekhi ausschaut am Strand am Nachmittag. Wir waren jetzt oft zum Sonnenuntergang oder zum Abend hier und jetzt ist auch so eine tolle Zeit, wo man auch zum Strand oder noch am Strand sein kann. Und dann sehen wir mal alle zusammen, was hier jetzt los ist. Ich kann einmal die Kamera drehen. Ich bin hier auch gleich kurz vor der Schildkrötenbrücke. Ich bin auch bewusst hergekommen, denn von hier aus kann man in beide Richtungen sehr gut schauen, was hier alles los ist. Hier ist der Blick in Richtung Kumkö. Hier vorne ist gleich die Schildkrötenbrücke. Ich weiß noch nicht, ob man hier schon Schildkröten sehen kann, aber die Tage kommen ja mal her. Und schauen uns das mal in der Früh an. Wenn es hier nicht gibt, dann gibt es bei der Brücke beim Orange Palace Schildkröten und das schauen wir uns dann alles nochmal die Tage an. Und es ist sehr heiß. Hier sieht man die Hunde, dass sie auch im Schatten liegen. Hier sieht man die Hunde, wie die sich hier ausruhen und entspannt liegen. Die liegen normalerweise auf der Brücke, aber die Brücke ist ja viel zu heiß jetzt. Daher haben sie sich hier in Schatten gelegt, gleich neben der Brücke. Und da schauen so viele Leute runter an der Brücke. Das kann sein, dass da schon einige Schildkröten gesehen wurden, dass da so viele Leute stehen und runter gucken. Wie gesagt, da sieht man eher in der Früh Schildkröten. Das ist hier der Hafen von Evrensekhi. Wir schauen hier gerade direkt runter. Um die Uhrzeit ist, wie gesagt, wenn auch schon welche zu sehen sein sollten, sieht man zu dieser Uhrzeit kaum welche. Wenn, dann sieht man die in der Früh bis circa 11, 11.30 Uhr. Man sieht ja, dass sogar die Hunde sich nicht auf der Brücke aufhalten, sondern eher im Schatten. Und man sieht hier einige Menschen, die hier gerade auf der Promenade spazieren gehen. Oder in Richtung Strand und Flussmündung gehen. Von da aus hat man ja auch einen ganz, ganz tollen Blick in Richtung Side. Und das ist ja schon eine Weile her, dass wir zu dieser Uhrzeit hier waren und zu dieser Jahreszeit schon sehr lange her. Ist ja ein Jahr her. Aber letztes Jahr war es zu dieser Jahreszeit noch nicht so voll hier. Jetzt geht hier wenigstens ein bisschen Wind am Strand. Vorhin dort beim Fluss, wo ich mit dem Video gestartet habe, war es sehr heiß. Aber hier geht wenigstens ein herrlicher Wind. Und von hier aus kann ich schon erkennen, dass der Strand richtig voll ist. Heute am 16. April. Also Mitte April um 15.50 Uhr, also aufgerundet um 16 Uhr, kann man von hier aus sehen, wie viele Menschen noch am Strand sind.
auch bei dem Wetter, was soll man da sonst machen? Das ist hier der Blick in Richtung Side. Der Strand von Kunkei, Evrenseki und ein Teil von Side kann man von hier einigermaßen erkennen. Aber aus der Entfernung, wie gesagt, hat man einen ganz, ganz tollen Blick in Richtung Side. Von hier aus kann man auch die Altstadt gut erkennen, wo sie ist zumindest. Schaut mal, hier sieht man, dass es hier richtig voll ist. Ich kann das mal ein bisschen zoomen und die Leute sind im Wasser. Das letzte Mal, wo wir das Wasser gemessen hatten, hatte das 23 Grad. Schaut mal, da sieht man, wie viele Menschen im Wasser, am Wasser, am Strand oder auf den Liegen sind. Und ich denke mal, die Saison hat angefangen hier. Oder was soll man da noch erwarten? Dass die Liegen auch alle voll mit Menschen sind und auch am Strand. Ja, und ich denke mal, es wird natürlich noch viel voller demnächst. Heute dann der Strand von Evrenseki bei 27 Grad. Und heute hier den Strand von Evrenseki. Wir können mal in Richtung Flussmündung gehen und von da aus kann man auch die andere Seite sehr gut sehen. Der Blick in Richtung Cholakne und Yundorodo. Die Hafenmauer ist zum Sonnenuntergang wieder der Fall. Da kommen viele Leute her und schauen sich dann Sonnenuntergang an, denn man hat hier einen ganz, ganz herrlichen Sonnenuntergang, wenn man da ist, wo gerade ein paar Angler zu sehen sind. Und die ganzen Löcher, die hier waren, sind jetzt alle gefüllt, von daher kann man auch unbehindert bis zur Spitze gehen. Stolpergefahr, dass man runterfällt, ist jetzt nicht mehr da. Und dieses Seil, was hier ist, ist dafür da, dass man nicht weiter hinaus schwimmen sollte, denn hier vorne ist der Bereich vom Wassersport
oder es ist sehr tief und nicht, dass dort ein Unfall passiert. Das ist also hier die Grenze. Man hat dort genug Platz zum Baden und zum Schwimmen. Denn manchmal sieht man Leute, die auch über diese Linie schwimmen. Aber das sollte man nicht machen. Aus Sicherheitsgründen. Und die Seite von Cholak-Liguno ist genauso voll wie hier. Wir können mal bis zur Mündung gehen. Wir haben mittlerweile eine gute Möglichkeit hier zu gehen. Denn die ganzen Löcher sind ja wie gesagt gefüllt. Wenn sie das schon gemacht haben, meine ich, hätten sie wirklich hier eine Promenade hinmachen können, wie auf der Seite, oder wie in Cedar Altstadt, meine ich, auf der Seite, Entschuldigung, wie in Cedar Altstadt der Hafen. Und wenn man jetzt in die Richtung schaut, könnte man sogar denken, das ist voller da im Wasser. Ja, so schaut es halt aus Mitte April in Evrensechi am Strand. Wir sind heute bewusst auf der Hafenmauer, wenn man von hier aus überall hin eine gute Aussicht hat. Da sieht man auch ein paar Angler, aber bei der Wärme können sie wirklich lieber gehen und ihr Butterbrot schmieren. Das hat keinen Sinn, jetzt hier was zu fangen. Die Eimer sind auch alle leer, das sieht man von hier aus. Und schaut mal, das ist hier Evrensechi, die Seite von Cholakle. Und das ist ja hier auch sehr gut besucht. Was macht denn da eine Katze? Die versucht wahrscheinlich hier einem Angler einen Fisch zu klauen. Schaut mal, das ist hier schon auch sehr gut besucht. Und hier sieht man auch, dass es hier sehr voll geworden ist. In Richtung Cholakle ist es nicht so voll wie hier in Evrensechi, logischerweise. Da ist es erst ab Mai gut besucht. Ja, was ist du? Hübsche Katze. Da musst du mit mir zum Auto kommen, da habe ich Futter, nicht hier. Und die Katze ist gleich neben mir gekommen. Seht ihr? Das ist heiß für dich, ne? Da musst du mitkommen zum Auto, da habe ich Futter für dich. Das ist heute Evrensechi, die Flussmündung, der Strand, der Hafen, jetzt Mitte April.
hier das offene Meer. Ja, Katze, dann komm mal lieber mit zu mir zum Auto. Der Angler gibt dir nichts. Ich stehe da schon länger bei ihm. Jetzt versucht sich vielleicht beim nächsten. Und hier nochmal der Hafen. Und die Hotels im Hintergrund. Und hier nochmal der gut besuchte Strand von Evrensik. Und es wird hier auch immer voller bis Ende Oktober. Ist es hier sehr voll jetzt. Sogar bis Mitte November. Von Mitte April bis Mitte November. Hier weht auch gerade hier oben ein ganz herrlicher Wind. Hier nochmal der Blick in Richtung Ortsmitte, wo man den gesamten Hafen auf dem Bildschirm hat von der Evrensiki. Und vergisst auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man jetzt demnächst nach Evrensiki kommen sollte. Die nächsten 15 Tage wird sich am Strand sicherlich nicht viel ändern. Es haben eigentlich fast alle Hotels auf. Einige machen jetzt nächste Woche auf. Ende April, ab dem 20. 21. April machen da auch welche auf. Dann ist hier die gesamte Ortschaft voll. Man sieht, dass die Wassersportler auch einiges zu tun haben mittlerweile. Hier nochmal der Blick in Richtung Tolakle. Und da sieht man auch viele Menschen im Wasser von hier aus. Das Wasser ist sehr klar. Man kann hier auch alles sehr gut erkennen. Obwohl meine Sonnenbrille nicht polarisiert ist, kann ich das alles sehr gut erkennen. Die Sturmzeit ist ja auch vorbei.
kommt der Sommer, der lange Sommer hier bei uns. In Side. In der Türkei. Hier nochmal der gut besuchte Strand mit dem Blick in Richtung Side. Nochmal. Wir haben hier 16 Uhr Ortszeit und ich denke mal noch eine gute Stunde wird es hier so voll bleiben. Ab 18 Uhr gibt es, 18.30 Uhr, Entschuldigung, gibt es in vielen Fällen schon Abendbrot und dann wird um 17 Uhr automatisch der Strand nicht mehr so voll sein wie jetzt. Aber wie gesagt, das Wetter ist zu dieser Jahreszeit sehr unberechenbar. Wenn man Pech hat, kann man eine Woche Regen haben im April. Aber die Leute, die jetzt die Tage hier waren oder noch kommen werden oder hier sind, haben mit dem Wetter wirklich sehr viel Glück, dass die auch gut baden können. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wo man jetzt demnächst herkommen sollte. Nach Brzeziki. Und von hier aus geht es dann wieder in Richtung Ortsmitte. Und da vorne ist auch schon wieder die Schildkrötenbrücke. Also wir hatten es noch nie so warm hier im April. Und wir schauen mal die Tage in der Früh auch mal hier vorbei, ob man schon die Schildkröten sehen kann. Hier an der Brücke, dann da fragen auch immer viele nach, wo sind die Schildkröten oder von wann bis wann sind die Schildkröten da zu sehen. Die Schildkröten sind in der Früh immer hier zu sehen, im Sommer. Und wie gesagt, wir haben mittlerweile Maiwetter, jetzt schon Mitte April. Normalerweise wären so an die 20, 22 Grad normal für die Jahreszeit, aber 27 bis 30 Grad ist schon sehr heiß für hier.
aber der Sommer soll im Allgemeinen ein sehr heißer Sommer werden. Und da sieht man auch eine Gans. Das sieht man auch nicht immer hier. Schaut mal. Da ist auch eine Gans. Ja, und dann haben wir uns heute den Strand von Evrensekje angeschaut. In beide Richtungen, einmal in Richtung Gynodo und einmal in Richtung Side. Wir sind ja hier eigentlich ganz mittendrin an diesem Fluss, an der Flussmündung. Und man kann ja auch alles zoomen. Von daher haben wir sehr viel gesehen. Mehr als die Kamera normal zeigt, weil man das ja zoomt. Und mittlerweile ist es ja auch alles eine HD-Qualität. Die Updates waren immer besser oder werden auch immer besser für die Live-Videos. Und wer weiß, wie die Qualität nächstes Jahr ist oder übernächstes Jahr. Dann ist die Qualität sicherlich auch schon viel besser als jetzt. Und dieser Weg führt wieder ganz in die Ortsmitte und hier gibt es auch überall Parkplatz. Da vorne steht auch schon wieder mein Auto. Ich möchte mich dann von hier aus verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, viele Fragen sind beantwortet. Ob man schon ins Wasser gehen kann oder wie warm es ist oder wie voll es zurzeit ist. Ihr habt gesehen, es ist sehr voll. Und die Leute gehen ins Wasser, die gehen alle baden im Mittelmeer und es gehen auch sicherlich viele in den Pool. Und wir haben, wie gesagt, zum ersten Mal, ich lebe hier seit 2005, also jetzt seit 19 Jahren, und wir haben noch niemals so einen heißen April gehabt wie jetzt. Aber wie gesagt, das soll auch im Allgemeinen viel wärmer werden. Letztes Jahr kam bis Mitte Juni der Sommer nicht richtig. Was wir jetzt für Temperaturen haben, hatten wir letztes Jahr im Juni gehabt. Und daher denke ich mal, wer jetzt den Tag kommen wird, wird auch im Meer baden gehen oder auch natürlich im Pool, ne? Ich wünsche euch dann allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.